sorgen wir, dass Sie so zahlreich zu meiner Geburtstagsfeier erschienen sind. Wir werden heute vor allen Dingen praktische Informatik betreiben. Beim Kaffee haben Sie ja typischerweise ein sehr gravierendes Problem, wenn er aus der Maschine rauskommt. Zu heiß? Er ist zu heiß, sehr gut. Ich kühle mit Zucker. Wenn ich Zucker hineinschmeiße, kühlt der Kaffee schlagartig. Wir lösen das mit Hilfe einer Differentialgleichung. Minus irgendeine der abgeladene Wärme hier an der Umgebung. Wenn man mehr Kaffee hat, dann hat der gleiche Zucker weniger Wirkung als wenn weniger Kaffee ist. Vielleicht Gobel? Sehen Sie, jetzt haben Sie Ihre erste Differentialgleichung aufgestellt. Das ist einfach eine Materialkonstante. Das ist für starken Kaffee größer als für schwachen Kaffee. Jetzt ist es mal schnell. Ne? 2,5. Wie warm trinken Sie Kaffee? Bei 70 Grad.